Herzlich willkommen zu meinem neuen Rezept. Die genauen Mengenangaben dafür findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig rühren, so lange bis sich der Zucker aufgelöst hat. Danach nach und nach das Öl dazugeben. Wenn euch mein Rezept gefällt, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben von euch. Das Puddingpulver mit dem Backpulver vermengen. Und dann auch nach und nach dazu mixen. Die Kuchenform mit etwas Butter kurz in das Backrohr geben, bis eure Butter flüssig ist. Anschließend die Form mit der Butter auspinseln. Nun die Masse in die Kuchenform füllen. Bei 180 Grad für ca. 30 Minuten backen. Zur Dekoration lasse ich etwas Schokolade im Wasserbad schmelzen. Die Schokolade über dem gestürzten Kuchen verteilen. Und ordentlich glatt streichen. Ich hoffe, euch hat mein Video wieder gefallen und freue mich bis zum nächsten Mal, eure Kathi.